Das Obst in Omas Blechkuchen war nur ein kleiner Vorgeschmack. Die nächsten Früchte spielen in einer ganz anderen Liga. Noch eine Aufgabe und dann wisst ihr, ob ihr im Finale seid. Betty und Christian haben euch in den vergangenen Wochen wertvolle Tipps gegeben und sie wollen jetzt sehen, ob das bei euch auf fruchtbaren Boden gestoßen ist. Passend zur letzten Aufgabe, die da heißt freche Früchtchen. Ihr müsst eine 3D-Torte backen, schnitzen und die äußere Hülle mit Fondant oder einer anderen Oberflächentechnik bearbeiten. Abgesehen vom Maßstab erwarten wir beide die perfekte optische Täuschung. Bei den Böden und Füllungen geben wir euch gar keine großen Vorgaben. Wichtig ist nur, dass die dargestellte Frucht ganz klar herauszuschmecken ist. Die Illusion eurer Frucht soll sich auf der Zunge widerspiegeln. Für diese Aufgabe habt ihr jetzt 5 Stunden Zeit. Ich drücke euch ganz fest die Daumen. Auf die Plätzchen. Fertig. Viel Freude, Leute. Gleichfalls. Jürgen kam diese Woche schon in Bedrängnis. Daniel erst recht. Wer backt sich in die Pole Position? Wie kann der amtierende Bäcker der Woche noch einmal überzeugen? Es dürfte noch einmal sehr spannend werden. Mein freches Früchtchen ist ein Pfirsich und nennt sich Fächerpfirsich. Unter der Haut ihrer Frucht schichtet Franziska Pfirsiche, Pfirsichgelee und Pfirsich-Buttercreme auf Wiener Krokantbiskuit. Als Crunch schwarzer Sesam in Sahne-Nougat. Ohne Vanille kann ich gar nicht mehr. Ich habe noch nie vor der Backshow Vanille so verarbeitet, also im Grunde genommen mit frischer Vanille gearbeitet. Und es ist auch wirklich lecker. Für eine Vanilleanfängerin macht sie das auch gar nicht so schlecht. Auch Jürgen ist um keine Schote verlegen. Konzentration bei Daniel. Und Pascal? Ich bereite uns heute ein freches Früchtchen vor, das nennen wir Ananas. Pascals vergoldete Frucht soll beim Anschnitt ein täuschend echtes Bild ergeben. Das gelbe Fruchtfleisch aus Ananas-Marzipan-Biskuit und Ananas-Pudding umschließt einen weißen Ananas-Kokoskern. Jeder, der im Halbfinale ist, der will natürlich auch ins Finale. Je weiter man kommt, desto mehr ist, glaube ich, der Siegeswille dann auch noch da. Jetzt bin ich gerade bei den Böden und es wären Wiener Böden mit Krokant. Das ist der Masterplan und zwar die Boschinha Colada. Und das ist nichts anderes als ein Ananas-Spektakel. In Daniels tropischer Frucht trifft Ananas-Ölteig auf Kokospuddingcreme, Kokoscrunch und frische Ananas. Der Clou, der in eine Schokokugel eingefüllte Piña Colada-Cocktail. Die Torte ist schon mal da. Sie sieht täuschend echt aus. Ich habe mit Blütenpaste viel Mühe gegeben. Die Technik von außen wird mein Geheimnis bleiben. Jetzt kommt da noch irgendwie der Cocktail rein, dann bin ich eigentlich schon durch. Durch ist Pascal noch nicht. Er schwitzt noch nicht mal. Ich habe jetzt hier ein bisschen Ananaspüree mit ein bisschen Marzipan vermischt. Habe ein bisschen gelbe Farbe dazugegeben, damit auch der Boden so ein bisschen diese gelbe Farbe natürlich annimmt. Eine Frucht, 2 komplett unterschiedliche Konzepte. Was macht eigentlich Konzeptkünstler Jürgen? So, da machen wir Zitrönchen-Abrieb, machen wir auch rein, ne? Weil die soll ja richtig gut schmecken. Heute mache ich was ganz Besonderes. Weil ich habe mal so in die Runde geguckt, Ananas kann jeder. Aber eine Kokosnuss zu backen, das ist mal anspruchsvoll. Der authentische Geschmack soll in Jürgens Steinfrucht mit Kokosbuttercreme und Kokosknuspercrunch gelingen. Geschichtet auf Schokorührteig und umhüllt von dunkler Schokoganache. Sieht ganz gut aus. Ach, da habe ich ja noch was vergessen. Das wird ja ein Schokoladenteig. Das soll ja keine geschälte Kokosnuss werden. Daniels Ambition ist ungebrochen. Wenn hier einer Ananas macht, dann er. Und los. Und weitermachen. Jetzt wird der Eischnee hier, den ich aufgeschlagen habe, kommt jetzt unter die Eigelbmasse nach und nach. Leise rieselt das Mehlstärke-Krokant-Gemisch. Ich habe jetzt die Ei-Zucker-Mischung zusammen mit der Mehl-Stärke-Krokant-Mischung vermischt und muss jetzt vorsichtig in einem dünnen Strahl die Butter unterheben. Und man sieht, ich habe eine Menge Teig heute für meinen großen Pfirsich. Daniel bastelt mit weißer Schokolade.
Das ist jetzt ein unfassbar wichtiger Schritt für meine Torte. Ich werde in meiner Torte einen Cocktail verstecken. Das heißt, in eine Schokokugel kommt eine Piña Colada. Natürlich muss diese Schokokugel aushärten, sonst wird es wieder Matsch. Ob James und der Riesenpfirsich zu Franziskas Lieblingskinderfilm gehört? Aber auch die Früchte der anderen kommen heute ganz groß raus. Den authentischen Geschmack darf man dabei nicht vergessen. Ich liebe Pfirsich und ich verwende jetzt hier Dosenpfirsiche. Sie sind natürlich noch intensiver im Geschmack, weil die ja in Zucker eingelegt sind. Weil ich immer schnippeln muss, wa? Bin nur am Schnippeln. Es folgt ein Seufzer der Erleichterung. So. Daniel hat Blütenpaste mitgebracht und ist eifrig am Schnitzen. Daniel. Hallo. Was hast du jetzt hier vor? Das hier werden Ananasblätter. Und wofür hast du den Reis? Das ist ein Trockenbett, ehrlich gesagt. Das zieht dann alles an Feuchtigkeit raus. Dann wird das Zeug hier brettenhart. So die Hoffnung. Ich bin sehr gespannt, weil ich habe es noch nie mit Reisbett gemacht. Wenn das funktioniert, sage ich danke für diese Lehrstunde, die ich dann von dir bekommen ja, habe. Sehr gerne, so kurz vor Ende. Weitermachen. Danke. Wird das Daniels Rettung ins Finale? Jetzt bereite ich die Pfirsich-Buttercreme vor. Während Franziska konzentriert ihr Ding durchzieht, hat Jürgen Spaß an seinen Etiketten. Quinoa. Quinoa. Die müssen gepufft sein, sonst kannst du die gar nicht nehmen dafür. Gepuffte Quinoas. Von den kleinen Kügelchen zu den großen. Oh, Gott sei Dank. So, die sehen ja schon mal super aus, Freunde. Und was macht man jetzt damit? So, begradigen, 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 abnehmen, versiegeln. Das würde ich sagen, ist fast eine perfekte weiße Kugel. Und somit die optimale Vorlage für den Cocktail, der da hinein soll. Prost. Bei Jürgen wird aus Quinoa Crunch. Franziska fehlt die Orientierung. Tja, wohin? Was für geile Böden. Aber Böden sind natürlich nicht alles. Jetzt mache ich die Ganache. Milch ist aufgekocht. Haben wir alle gesehen. Dann gebe ich die hier drüber. Man kann es sich einfach machen oder Schokokugeln noch einmal schokolieren. Jetzt kann man der Sache ja noch ein bisschen Struktur geben, dann sieht das auch noch richtig super aus. Die Böden habe ich rausgeholt und jetzt mache ich meine französische Pfirsich-Buttercreme. Das geht schnell. Aber ist Franziskas Konzept auch anspruchsvoll genug fürs Halbfinale? Oder fehlt am Ende der gewisse Kick? Die Konkurrenz ist voll bei der Sache. Ich mag diesen Ananas-Geschmack, deswegen kommt da bei mir nicht sehr viel anderes rein, außer Ananas. Wie gesagt, Ananas-Tränke, Ananas-Creme, Ananas-Boden, alles Ananas. Das Apfelkuchen-Duell gegen Franziska hat Daniel verloren. Wird er den Ananas-Wettstreit für sich entscheiden? Was geht da bei Franziska? Schaut man einmal kurz nicht hin. Ich habe jetzt ganz schnell Zucker karamellisiert, den Sesam reingeschüttet, ganz schnell umgerührt, weil es zieht sofort an und wird fest. Das muss jetzt auskühlen, dann wird es gehackselt und das wird dann mit dem Nougat verrührt. Dieser etwas hellere Strang in der Mitte isst man halt nun mal nicht mit. Hier kann man es mitessen, etwas heller. Ist mir eigentlich sehr gut gelungen. Fertig. Schneller als jeder Kameramann. Die Ganache sollte glänzen. Und das tut sie. Glänzen muss auch Daniel, sonst wird's eng für ihn. Das ist meine weiße Schokolade hier. Die ist jetzt fast perfekt temperiert. Wir sagen keine Klümpchen mehr, sodass ich das auf den Crunch packen kann. Neben Cornflakes cruncht hier auch Kokos. Wenn der Spaß abgekühlt ist. Alle sind so beschäftigt, man könnte glatt die Zeit vergessen. Wäre da nicht Eni? Liebe Promis, wir wollen ja heute noch unseren Früchtestand eröffnen. Das Ganze soll natürlich in 2,5 Stunden passieren. Deshalb ist es Halbzeit. Scheiße, Mann, ey. Erste Seite, weg. Franziskas Böden nehmen schon Form an. Ich hole die jetzt schon mal aus der Form hier raus, damit die besser auskühlen. Das könnte Pascal am Ende wertvolle Minuten einbringen.
Jürgen ist ganz gebannt von so viel selbstgeschaffener Schönheit. So schöne Böden. Jetzt kommt französische Buttercreme, am Rand etwas höher. Am Schichten sind die anderen noch nicht. Eine Ananas-Rumtränke. Ein bisschen Zündstoff muss ja mit rein. 50 Gramm Rum. Rum, rum, didel, dum, dum, didel. Spritz. Mit dem Rum und dieser Kokosmilch werden meine Böden getränkt. Ja. Hoho, Freunde. Woo!